Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum DJ-Workshop mit Jerome und meiner wunderschönen Schülerin Anni. Hallo. Hallo. Folge 5 schon. Unfassbar, wir sind schon in der fünften Stunde. Und wie in der letzten Folge schon richtig gesagt, hat Anni erwähnt, dass wir zu Hause auch nicht üben, damit das alles wirklich hier authentisch rüberkommt, damit das hier alles passt. Und mir gefällt alles sehr. Sie macht sehr große Fortschritte. Ich finde, wenn man sich alles mal so am Stück anguckt, finde ich, dass du schon viel gelernt hast. Und die Übergänge... Es liegt nur an diesem fantastischen Lehrer. Ich glaube, das Mikro war gar nicht an. Kannst du es mal wiederholen? Nein. Gut. Also, ja, wir haben in der letzten Folge schon wahnsinnig viel gemacht. Du hast sehr viele Übergänge gemacht. Und ich habe währenddessen auch ein bisschen erzählt und genervt, so wie das wie Lehrer das so machen. Und, aber ich musste dich nicht auf die stille Treppe schicken. Du warst nicht so frech wie zu Hause. Nein. Ja, ja. So, nee, also, ich würde es in dieser Folge eben so handeln wie in der letzten Folge und noch mehr erzählen dazu. Und zwar war ein sehr größeres Thema Tempo angleichen. Mhm. Also, wir haben 124 BPM zum Beispiel bei einem laufenden Track und der nächste ist 126 BPM. Und ich habe erklärt, dass du quasi den laufenden Track so lässt, um und bei. Du kannst natürlich auch im Break den laufenden Track auch etwas schneller machen schon, um den nächsten ein bisschen näher anzugleichen. Das ist auch möglich. Aber im Großen und Ganzen bereitest du den Übergang vor und dann wirst du den Track zum Beispiel, wenn jetzt der nächste Track 126 hat, aber der Übergang auf 124 BPM passiert ist, dann machst du den nächsten Track schnell auf seine Originalgeschwindigkeit und legst dann los. Mhm. Mit 126 zum Beispiel. Weil es einfach so ist, grobe Faustregel, ein Song, der langsamer abgespielt wird, als er sollte, der klingt nicht so fresh. Ja? Und weil das ein großes Thema ist, diese Tempo-Ranges sozusagen, auch genreübergreifend, habe ich dir jetzt ein paar Songs rausgesucht, die auch einen großen BPM-Unterschied haben. Und das probieren wir mal. Okay. Ja? Ich weiß, du hast das Gefühl, Mensch, ich habe das andere ja noch nicht ganz gefestigt irgendwie, aber das Üben, Learning by Doing ist das. Das machen wir dann irgendwie zu Hause. Ich wollte dir quasi für die Menschen draußen einmal alles zeigen, was man im Groben so, was ich mitgeben könnte, um das, dass du das dann alleine für dich weiter übst, sozusagen. Genau. Dann lass uns nochmal genau da starten, wo wir letzte Woche aufgehört haben, und zwar bei dem Übergang von Disco Boys im Deeper Love Remix auf My Kindes Vibe. Mit V-I-B-E, nicht verwechseln. Und diesen Übergang, damit fangen wir jetzt an und dann habe ich noch zwei Songs im selben Tempo, dass du quasi das nochmal nochmal üben kannst sozusagen und dann werden wir tatsächlich auf ein schnelleres Tempo gehen und da schauen wir mal, wie man es am besten macht. Okay. Sehr schön. Willst du loslegen? Ja. Muss ich da jetzt irgendwas anpassen in BPM? Nee, es ist ja. Das ist noch angepasst von letzter Woche. Wir haben es eine Woche lang genauso stehen lassen, wie es hier war. Mit Strom an, volles Programm. Und wieso haben wir jetzt die Position gewechselt? Das irritiert mich. Warum? Wolltest ein bisschen tanzen schon mal. So, gut, dann legen wir los. Und Tempo ist angeglichen. Du machst den Übergang. Ich mache auch diesmal nicht unter erschwerten Bedingungen, sondern einfach so, lass dich richtig arbeiten. Okay, lass uns loslegen. Yeah.
jetzt nicht da reingegangen wie letzte Woche, aber Übergang wird trotzdem passen. Genau gesehen. Also grundsätzlich, du hast die Periode eingehalten, du hast das mit dem Bass beachtet. Es klang ein bisschen so, ein bisschen holprig, weil du irgendwann so reingegangen bist. Aber alles gut. Du hast das irgendwann so hochgezogen. Und Mike Candice zum Beispiel tatsächlich produziert immer sehr, seine Drums, seine Hi-Hats sind immer sehr präsent. Das weiß ich, weil ich seinen Stil, also seinen Produktionsstil kenne. Deswegen, wenn du dann so plötzlich reinziehst, das hat man sehr gehört. Anders war das. Langsamer rein oder direkt am Anfang schon rein oder gehst du erst nach den 8 Takten zum Beispiel rein. Manchmal ist es wichtiger, dass du nicht einfach nur langsam reingehst, sondern tatsächlich vielleicht schon tatsächlich quasi so auf 1 reingehst. Ah, ja. Weißt du, was ich meine? Ich zeig dir das einmal. Moment. So, jetzt müssen wir so genau ziehen. So. So, ich würde dann schon mal quasi unhörbar angleichen. So, ich habe jetzt keinen Kopfhörer, aber es passt ungefähr. Und dann machst du entweder die Höhen runter. So. Okay, pass auf. Also, wir haben folgende Problematiken. Irgendein Track von letzter Woche war tatsächlich wesentlich leiser. Und jetzt kommen wir nochmal kurz zum Technischen. Da haben wir nicht drauf geachtet, du auch nicht. Wir haben ja noch den ganz oberen Volume-Regler. Du hast hier einmal die Lautstärken und du hast hier nochmal einen extra Trim sozusagen, sodass du... Also, das... Der ganze Equalizer, sowie auch dieser Extra-Trim, ist natürlich dafür da, dass du auch soundtechnisch die Songs angleichst. Jetzt kommen wir nämlich zu einem weiteren Punkt. Was auch ein DJ machen muss, ist auch so ein bisschen Tontechniker, wenn du es so nimmst. Der Song hat einen bestimmten Klang, der Disco Boy Song. Mike Candice hat einen bestimmten Klang. Wie eben erwähnt, der produziert halt ein bisschen ja, direkter, ein bisschen aggressiver in den Drums. Das klang nicht so sauber. Und da müssen wir nochmal angreifen, denn du hältst das mit den Perioden ein, du hältst das, wie soll man sagen, so mit dem Hochziehen ein, mit dem Bass, das halt nicht Kick auf Kick liegt, alles super. Das sind alles theoretische Dinge, die irgendwann von selbst laufen werden. Wichtig ist aber auch, dass du quasi schon vorher, deswegen habe ich zum Beispiel auch schon lange, wo man denkt so, was macht er da die ganze Zeit? Ich gleich schon im Equalizer und mit dem Trim quasi schon die Lautstärken und den ganzen Klang des nächsten Tracks ein bisschen an den jetzigen Track an. So, wir haben ja gehört, auch wenn es im Takt ist, also wir hatten das vorher so. Das war wesentlich lauter so. Das ist sehr aggressiv, ist bei Mike Candice immer tatsächlich so. Um dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, muss man natürlich quasi den Sound angleichen. Ich mach das mal so, was ich meine, zeige ich dir nochmal. Gib mir mal bitte die Kopfhörer, dann würde ich das einmal zeigen, was ich meine. Was ich mache, was ich schon höre die ganze Zeit, ich zeige euch mal einfach nur, was ich die ganze Zeit im Kopfhörer höre. So. Soundtechnisch
ähnlich. Du siehst, ich habe die Höhen habe ich so auf 10 Uhr, die Mitten so auf 10 Uhr. Den Volume angeglichen, also die Lautstärke angeglichen. Das mache ich quasi, wie soll man sagen, so ungefähr während des ersten Drops mache ich das schon und weiß, was ich im Equalizer machen muss, damit die soundtechnisch auch schon mal ähnlich klingen. So, deswegen zeig dir jetzt mal den Übergang, auch da, wo du reingegangen bist, mit den Einstellungen, wie ich sie jetzt gemacht habe. Und ich würde mal sagen, man wird hören, dass der Übergang ein bisschen flüssiger ist. Pass auf. Die richtige Stelle warten. Ich gehe gleich mit dem nächsten Track rein, aber nur minimal leise. Das Gefühl, dass das ein bisschen angeglichener klingt? Du bist ja vorher schon jetzt reingegangen, ne? Also eben bin ich ja die ganze Zeit hier in die Mitte und du bist ja jetzt weit, also früher. Ja, ich bin schon ein bisschen früher reingegangen, aber nur aus dem Grunde, weil ich quasi ja den Sound schon angeglichen habe. Das heißt, man hört gar nicht so doll, dass der nächste reinkommt. Ich kann das nochmal direkter zeigen, was passiert, wenn ich diese Einstellungen hier auf dem Mixer, sieht man das? Ja, wenn man diese Einstellung, ich mache mal gleich mal den Vergleich. Das ist ja alles auf Null, wie es war, das war ja auch ein bisschen lauter eingestellt. Das fällt jetzt nicht ganz so doll auf, aber gleich, wenn diese andere Hi-Hat reinkommt, finde ich, hört man das einen größeren Unterschied. Schön, dass du das gemacht hast. Konnte man es im Übergang schon hören, dass der Sound angeglichener war. Da kommen wir nämlich zum nächsten großen Punkt. Man sieht, es wird nicht langweilig, dass du einfach nur Übergänge machst, aber das ist tatsächlich was ich dir oder jedem DJ mitgeben möchte oder wie man das am besten, glaube ich, lernt. Am Anfang ist es wichtig, das Beatmatching immer wieder zu üben, dass es einfach im Takt ist. Du guckst ja immer noch mal ein bisschen hin, aber du hast jetzt erst die fünfte Stunde, gar keine Erfahrung. Ich glaube, wenn du das ein paar Mal zu Hause alleine übst, 2-3 Stunden am Stück, bist du da. Das ist, glaube ich, gar nicht das Hexenwerk. So. Das Hexenwerk wird tatsächlich, wenn du das Beatmatching, die Perioden, die Kickgeschichte, die Vocal, darauf achten, dass keine Vocals ineinander laufen gleichzeitig und dann noch quasi den Equalizer anzugleichen und dabei noch hübsch auszusehen. Das sind halt sehr viele Dinge auf einmal und das musst du bei jedem Übergang die ganze Nacht machen. So. Und irgendwann ist das im FF, aber deswegen, das ist der nächste Step, Beatmatching, die Perioden und so weiter, das alles einhalten, diese Regeln einhalten und dann tatsächlich lernen, okay, ich probiere im ersten Drop, deswegen habe ich zum Beispiel auch immer viel die Kopfhörer auf. Man sagt mir aber auch nach, dass meine Übergänge wirklich immer super clean sind im Schnitt. Zum einen, weil ich tonal arbeite, aber auch, weil ich mit dem Equalizer schon die Songs so irgendwie angleiche. Mhm. Und das, jetzt haben wir gehört, dass das auch ein wichtiger Punkt ist. Und genau, da entlasse ich dich für heute. Nein, Quatsch. So, hast du dazu nochmal irgendwie eine Frage? Nö, nicht. Das heißt, du würdest den Song, eine Sache wollte ich noch sagen, auch eine Geschichte, wenn in diesem Fall, bei diesem Übergang, wir bleiben mal bei diesem Beispiel, wir machen den Übergang nochmal und hier laufen ja die Beats theoretisch noch weiter. Du hast jetzt jedes Mal, wenn du es gemacht hast, dann quasi auf der 1 runtergezogen. Grundsätzlich kann man das so machen, ist richtig. Jetzt gibt es noch zwei Arten, den Übergang anders zu gestalten. Lassen wir das Beatmatching und die Equalizer-Geschichte mal jetzt kurz weg, in Anführungsstrichen, und gucken mal, lassen wir das Augenmerk auf, okay, wir haben dort noch Beats, theoretisch, die übrig bleiben, die man nutzen kann, wenn man möchte. Das zeige ich dir mal verschiedene Arten der Übergänge. Pass
kannst jetzt entweder, so wie du es gemacht hast, auf 1 runter. Oder ich zeig dir mal was anderes. Also ich muss erst mal einmal zeigen, wie du es machst. So hast du es gemacht. Kann man machen. Ich habe noch eine Frage. Du hast das ja jetzt gar nicht runtergezogen. Ich habe es nicht ganz runtergezogen, weil das ist nämlich auch das Equalizing. Es war ja noch, wir haben ja gesagt, bei My Kennis sind ja auch nur Drums, da ist gar kein Bass drin. Hier ist aber noch ein bisschen Bass drin. Wenn ich den Bass nicht ganz runterziehe, sondern einfach so, ne, irgendwie 10, 9 Uhr, das musst du halt auch über Kopfhörer vorher einmal checken, ob das theoretisch passt. Mhm. Dann kannst du es noch ein bisschen drin lassen, um einfach die Bass-Elemente von dem Song noch mitzunehmen. Du merkst, es klingt kompliziert, aber es ist wirklich irgendwann eine Sache, die du im Schlaf machst. Also mir fällt My Kennis echt schwer, weil es sich alles so gleich anhört irgendwie, finde ich. Also Jetzt nicht die Songs, sondern die Drums meinst du? Ja, klar. So. Also, voll gehatet. Nein. Das erzähle ich ihm gleich. Nein, der Song an sich. Deine Songs hören sich alle gleich an, My Kennis. Nein, der Song an sich. Ja. Also so... Bei anderen passiert teilweise so ein bisschen im Intro und Outro mehr, da ist so vieles. Genau, das meine ich ja. Wir haben so ein bisschen diese Leerzeit sozusagen. Und dementsprechend habe ich jetzt in diesem Fall den Bass hier ein bisschen drin gelassen, weil es passiert ja noch ein bisschen was. Worauf ich aber wollte, ist, auf der 1, wenn es dann ja aufhört, hast du einfach runtergezogen, aber es klang dann ja irgendwie ein bisschen leer. Ja? Finde ich. Ich fand das gut. Okay. So, warte, wir können ja nochmal. Wir müssen uns da mal. Die Zeichen setzen. Ah, ja, genau. So, da habe ich mal C gedrückt. Da gehen wir dann immer rein jetzt. Ich mache es jetzt leider noch einmal mit dem Runterziehen auf der 1 gleich. Dass du weißt, was ich meine mit leer. Man könnte natürlich auch theoretisch die andere das hier lassen. Und erst zum Break hochgehen. Aber dann musst du hier runterziehen und das hochziehen. Jetzt zeige ich dir mal kurz, was du gemacht hast nochmal. Genau, das hatten wir eben schon. Und theoretisch hätten wir jetzt noch das. Müssen es leider nochmal quasi machen. Ich mache mal hier noch einen weiteren. So, da gehen wir jetzt hier mal was hier rein. Und jetzt zeige ich dir mal noch zwei Varianten, was man machen könnte. Also nicht den Übergang, sondern was danach passiert, meine ich, ne? So, die eine Variante ist, das laufen zu lassen. Und mit den Höhen wegzugehen langsam. Das heißt, du gibst noch ein bisschen von den Restbeats hier, dann klingt der Übergang auf jeden Fall flüssiger. Das geht aber nur, wenn der auslaufende Track am Ende auch wirklich nur noch Drums hat. Das musst du natürlich wissen. Okay, da kommen wir wieder zur Regel. Kenne deine Tracks. Das ist super wichtig. Auch die Intros, Outros. Das ist so. Deswegen, okay, ich zeige nochmal die zweite Variante, was man machen könnte. Also man kann das Ganze, was ich eben meinte, tatsächlich... Muss ich das auch machen? Muss ich das auch so machen? Inwiefern? Also, so muss ich das mit den Höhen auch machen? Also du musst gar nichts. Das kannst du so machen, einfach für dich. So. Also, wir waren ungefähr hier. Genau, das war die zweite Hälfte. So. Du kannst entweder die Höhen rausnehmen dann, oder du machst es mit dem Filter. Wollen wir zum Filter kommen oder erstmal die zweite Variante? Filter klicken. Und dann so. Nach links rum wird er dumpfer und nach rechts rum nimmt er den Bass weg, also wird er heller. So könnte man es machen.
Der Effekt ist ähnlich. Du nimmst quasi die Höhen weg, du machst es dumpfer. Jetzt zeige ich dir mal, was man machen könnte, wenn du sagst, nö, ich will die letzten Beats nicht laufen lassen. Dann könnte man noch theoretisch einen Effekt nutzen. Das ist jetzt natürlich eher advanced. Ich will es nur einmal gezeigt haben, worauf wir vielleicht demnächst in den nächsten Folgen mal kommen könnten, wenn du es noch ein bisschen geübt hast, dass wir dann auf Filter und Effekte gehen tatsächlich. So, pass auf, ich mache den Übergang nochmal. Und dann mache ich ihn so, wie ich es viel tatsächlich, das ist meine Technik, mit Hall. Ich stelle hier schon mal Reverb ein, das ist ja der Hall. Weißt du, was Hall ist? Im Badezimmer. Ja, wie im Badezimmer, finde ich ganz gut. Es gibt, es ist auch kein Scheiß, tatsächlich bei jedem Hallgerät die Einstellung Bathroom. Das ist kein Scheiß. So, also, so arbeite ich zum Beispiel. Und in dem Fall, was haben wir hier? Ich habe jetzt die Mitten gelassen, weil das sind die Frequenzen für das. Hier auf Reverb, du kannst hier die Effekte, haben wir verschiedene Effekte. Wir haben hier Echo zum Beispiel. Einen halben Takt und drei Viertel oder einen ganzen Takt. Das ist ein Echo. Echo, Echo, Echo. Ne? Dann haben wir noch so ganz verrückte Sachen wie Ping-Pong. Toll. Links, rechts, Ping-Pong halt irgendwie gefühlt. Dann haben wir noch Spiral. Ja, ist auch nicht doll. Hall. Trans. Ganz weird. Filter. Das ist ein Autofilter. Kann man nutzen, nutzt kein Mensch. Flanger nutze ich immer viel. Das nutze ich tatsächlich immer so bei den Stellen hier, kurz vom Drop, dieser Snare-Wirbel, dieser Aufbau, weißt du so. Das machst du noch währenddessen, ja, ja, pass auf. So, nur so. Nee, das Flanger nutze ich währenddessen, aber niemals über den Drop. Pass auf. Das klingt ganz gut. Ja, das mache ich tatsächlich immer viel. Es ist allgemein, wollte ich jetzt nur mal die Effekte zeigen. Phaser ist ein bisschen wie der Flanger, aber nur noch schlechter. Du machst einen Hosen, ganz komisch. Pitch. Also nicht sinnvoll eigentlich. Ja. Das macht er dann so lange, bis du runterschaltest. Das ist quasi eine Endlosschleife. Kann man auch nutzen, aber ist halt, da musst du schon echt auf drei Sachen gleichzeitig achten. Gut, Menü Break. Toll. Ist ja auch nicht so geil. Nee, es ist nicht cool. Also im Großen und Ganzen Flanger für diese Snare-Wirbel. Kommen wir aber nächstes Mal zu Echo und Hall. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Hall, was ich bei dem Übergang meinte, was meine Technik ist, was ich viel nutze. So, pass auf. Übergang passiert. Kannst du währenddessen ein bisschen. Den Hall aktivierst du mit dem Knopf, dann blinkt er, wenn er dran ist, aber du musst hier die Intensität, und das machen wir jetzt. Gehört? Also, so, genau. Da musst du natürlich noch einstellen, willst du den Hall auf dem kompletten Master, also auf alles, was kommt, auf dem Master sozusagen, auf alle, auf wirklich das, was komplett draußen gehört wird. Und du kannst es nochmal einzeln auf den Kanal jeweils einstellen. Das geht aber zu weit. Ich wollte nur sagen, diese Möglichkeiten hat man theoretisch mit Effekten arbeiten, mit Runterfiltern arbeiten oder einfach auf der 1 runter. Aber dann flüssiger klingt es mit den anderen beiden irgendwie, wenn man es kann. So, gut. Den Track lassen wir jetzt laufen. Such doch schon mal hier Sean Frank raus, den Song. Und dann machst du einfach nochmal wieder einen normalen Übergang.
dem nächsten Track wieder eine ganze Minute Intro, also Intro Beats und hier nur wieder 30 Sekunden. Das heißt, ab dem zweiten Drop hast du eigentlich nur noch eine Minute. Ab hier gleich. Du kannst theoretisch langsam zumindest im Kopfhörer schon mal rein. Theoretisch. Girl. War cool, oder? Jetzt musst du hier natürlich entweder langsam runterziehen oder die Höhlen langsam wegnehmen. Oder wir machen noch einen Loop rein. Jetzt drehen wir langsam die Höhlen runter. King Kong and the beat goes on, King Kong and the beat goes on. King Kong and the beat goes on, King Kong and the beat goes on. King Kong. Dann kannst du langsam runterziehen. Das ist immer noch ein bisschen schnell. Das ist alles ein bisschen mehr Gefühl. Wie beim. Sehr cool. Also du hast, wieder muss man den Song kennen, du hast gesehen, okay, du hast eine ganze Minute Vorlauf und das passt ja jetzt ja auch gut und du hast sogar, wir haben sogar noch einen Loop reingemacht. So, dann such mal raus, El Professor, ne, das ist der laufende Song. So weiter unten. Auf. Genau. Da gleichst du jetzt ein bisschen an, irgendwie kannst du schon mal ein bisschen Equalizing dir anschauen. Vorbereitet für den nächsten Übergang quasi. Du bist vorbereitet für den nächsten Übergang. Dann spule ich mal ein bisschen vor. So, dann gehen wir einfach mal hier gleich in das zweite Break. Jetzt hast du da noch Restzeit, 2 Minuten. Also jetzt musst du noch nicht mit dem Übergang rein, dann würde ich ein bisschen später reingehen, weil jetzt beginnt der zweite Drop. King Kong and the beat goes on. Geiler Track übrigens. Geiler Track. Aber auch weiterlaufen lassen können, so ein bisschen. So leise. Weißt du? Und dann jetzt am Ende noch mit Hall. Aber ja, aber sonst sehr gut, bist du im richtigen Moment reingegangen auf jeden Fall. Hast gedreht, als hier der Bass gekommen ist, also dahingehend alles super. Und jetzt kommen wir gleich mal zu dem Temposprung.
Such, kannst du rechts schon mal raussuchen, Jerome? Gerne Newcomer auf jeden Fall, mal auschecken. Den, ja, take my hand. Jetzt hast du 9 BPM Unterschied. Nicht beim laufenden Song. Du hast jetzt folgende Möglichkeiten. Du hast jetzt bei, das ist natürlich ein Problem. Das ist ein 9 BPM Unterschied. Wie macht man es am besten? Auch hier würde ich jetzt vorschlagen, du gleichst den schon auf 126 an und gehst dann im ersten Break auf die Originalgeschwindigkeit, dann aber relativ fix. Ist da überhaupt so viel Platz? Dann müssen wir noch einen höher schneiden. So. Dann gleich das jetzt mal an und mach dann den Übergang und dann im ersten Break relativ schnell auf die Originalgeschwindigkeit. Ich bin mal gespannt, wie das bei dir klingt. Hör mal erstmal ein bisschen rein, ob das so. Hör mal für dich erstmal ein bisschen rein, ob das passt. Genau. Okay. Bei mir ist es auch so, ich produziere auch kommerziell, das heißt, die ersten 30 Sekunden sind das Intro, relativ kurz. Das heißt, du gehst hier dann auch in die letzten beiden Blöcke langsam rein. Ja? Ich spule mal ein bisschen vor. Nicht vergessen, dann gleich quasi im Break, Tempo, im Break dann relativ schnell auf die Originalgeschwindigkeit gehen. Aber wir hören uns das mal an. Im ersten Break relativ schnell auf die Originalgeschwindigkeit. Aber probier es mal für dich aus. Hattest du kurzzeitig einen Schlaganfall? Was ist denn los mit dir? Okay. Ich denn wissen, was ich wann machen muss? Naja, du solltest jetzt eigentlich theoretisch was. Das ist doch im ersten Break, soll ich das. Aber das war doch nicht das Break. Wir waren noch, mitten in den Intro-Beats, du warst aufgeregt. Alles ist gut. Ich weiß einfach nicht, was du von mir willst. Du solltest erstmal den Übergang ganz normal machen. Und dann im ersten Break, das ist doch das Break. Du warst doch eigentlich erst hier bei den Intro-Beats noch. Und dann hast du plötzlich das Tempo hochgezogen, dann beide Bässe hochgezogen, dann war alles vorbei. Mach nochmal den Übergang, das war an sich war ja alles wunderbar bis dahin. Und dann ziehst du im Break, hier beginnt das Break, da ist ja der Song dann auch vorbei. Da ziehst du dann das Tempo an. Okay? Nicht während des laufenden Übergangs, da niemals das Tempo wieder verändern, weil dann wird es nicht passen. Das war ja eben, hast du ja gemerkt, dann lief alles aus dem Ruder sozusagen. Okay, genau, jetzt musst du gleich nochmal an. Ich spule schon mal an die Stelle. So, jetzt dreht er richtig durch. Soul.
So, grundsätzlich hast du es gut gelöst. Du bist jetzt sehr langsam ins normale Tempo rein, aber wie bei der letzten Folge auch schon gezeigt, in einem Break, wo kein Taktgeber drin ist, fiel das gar nicht auf, oder? Also wir hatten 9 BPM, nee, also es fiel tatsächlich nicht so auf, ganz minimal, aber dass wir also fast 10 BPM schneller geworden sind, quasi Genrewechsel gemacht haben, ist nicht aufgefallen, weil der Song wirklich nur einen stehenden Bass hat, bisschen Gesang, nichts, was einen Takt gibt, kein Snare, kein Clap, nichts und dementsprechend fiel das nicht groß auf. Du hättest theoretisch sogar schnell werden können, das wäre nicht aufgefallen, aber so wie du es gemacht hast, ist auch in Ordnung. So, sorry. So, in dem Tempo hast du begonnen. So. So war der Übergang. Von dem anderen Song. Fällt gar nicht auf. So. Ist ganz witzig. Das wissen die meisten nicht. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt auch Mixtapes mache oder so, also jetzt, ich mixe die ganzen Compilations bei Konto oder mache Radioshows und dann muss ich auch manchmal plötzlich von 130 auf 145 hoch und so. Und es geht nur in diesen Breaks. Das fällt jetzt nicht so doll auf, weil da kein Taktgeber, ist, genau. Okay. Exakt. Darauf immer achten. Das ist eine ganz wichtige Message tatsächlich. Tempo-Ranges immer machen, wenn du quasi eine stehende Fläche hast oder so. Dann fällt es fürs Ohr tatsächlich gar nicht groß auf. Was jetzt hier natürlich doof gelaufen ist sozusagen, bei Bongo Cha hier, so, da sind die letzten zwei Acht-Takter ist einfach nur noch Drums. Und somit hattest du wieder so eine Leerzeit, die natürlich, ja, so unnötig war. Für den tanzenden Menschen ist so, okay, was kommt denn jetzt so? Deswegen war der Übergang nicht wirklich flüssig. So, waren ja hier. Und du bist dann ja hier langsam erst im Kopfhörer angeglichen, reingegangen und hattest eine Leerzeit. So, du bist noch nicht reingegangen, das war eben der Fall. Es hat einfach nur Drums, ne? So ist dann halt so, Und dann bist du langsam reingegangen und hattest den Bass aber auch nicht hochgedreht. Kann man so machen. Aber hier sind ja nur Drums, also hier passiert ja schon was. So. In dem Fall wäre es tatsächlich sinnvoller gewesen, wärst mit den ersten Stücken schon einen Block vorher reingegangen, in der Leerzeit sozusagen hier, für dich zum Hören. So. Du gehst dann langsam rein und hättest den Bass auch schon mit reingedreht. Klingt flüssiger, oder? Dann hast du das Gefühl, irgendwie, das gehört so, ist sinnvoller. Und Tempo. So wäre dieser Übergang trotz 9 BPM Unterschieds trotzdem flüssig gewesen. Es gibt halt kleine Tricks. Wie viele Minuten haben wir noch? Bei 40 Minuten. Dann sind wir ja tatsächlich. Das ging aber schnell vorüber, oder? Oder? Aber wir haben tatsächlich schon ein bisschen was gelernt. Was nimmst du heute mit? Es war viel Input, glaube ich. Aber was nimmst du aus der jetzigen Folge heute mit? Testfrage, die Arme. Auch ganz schwitzige Hände jetzt. Nein. Na, eigentlich finde ich, haben wir überwiegend vertieft, oder? Und nochmal geguckt, irgendwie, wann ist es sinnvoll, wann wo reinzugehen und die Übergänge halt noch weiterhin. Ja, genau. Ich denke auch, dass wir das quasi mit dem Tempo ist halt ein wichtiges Thema. Ja. Gerade in der heutigen Zeit, wo halt wirklich elektronische Musik von bis geht. Mhm. 2010 oder so, war wirklich kommerzielle elektronische Musik, spielte sich überwiegend nur zwischen 120 und 130, maximal 132 BPM ab, da war die Tempo-Range nicht so und heutzutage geht ja mit Psy und Bounce und Hardstyle vor allem, was auch kommerzieller geworden ist, ist die Tempo-Range plötzlich von 120 auf 155 Beats hoch und da irgendwie einen roten Faden reinzubringen ist gar nicht so einfach, deswegen muss man viel mehr mit Tempo-Ranges arbeiten. Das haben wir aber hier sehr gut gelöst, dass wir wirklich quasi das genreübergreifend den Übergang machen konnten, ohne dass es krass auffällt.
Genau, das war das eine. Dann haben wir ein bisschen über Effekte gesprochen. Das würde ich nächstes Mal einfach tatsächlich, wir üben tatsächlich, oder du übst einfach zu Hause jetzt mal ein bisschen die Woche. Und nächstes Mal, wenn das sitzt, dann gehen wir ein bisschen mehr auf die Effekte ein. Das wird, glaube ich, jetzt auch interessant für diejenigen, die vielleicht auch schon ein bisschen so semi-professionell irgendwie für sich auflegen. So ein bisschen Übergänge. Es geht ja eigentlich nur um Übergänge. Das machen wir schon seit 5 Folgen Übergänge, aber das ist ja das DJing. So. Und verfeinern kann man das Ganze halt, wie wir heute auch gelernt haben, letztes Mal und heute tatsächlich mit im Equalizer schon mal ein bisschen angleichen, den nächsten Song, dass die Lautstärke technisch und so weiter auch schon ein bisschen mehr zusammenpassen. Also man sieht wahnsinnig viel zu beachten. Viele Nuancen, die es entweder sauber machen oder nicht so sauber machen. Mhm. Und ich am Ende des Tages unterscheide das einen guten von einem nicht so guten DJ, weil Übergänge ist kein Hexenwerk, der Rest zum Rum. Ja. Aber dazu siehst du, kommen wir ja langsam und du bist schon so weit gekommen und auch weiterhin, finde ich, machst du tolle Fortschritte und bist sehr lernfähig. Toll. Sehr gut. Das ist ein Bienchen mit Sternchen in deinem Hausaufgabenheft. Sehr schön. Schön, dass ihr eingeschaltet habt sozusagen. Gerne teilen, euren Freunden Bescheid sagen, allen, die gerne DJs werden wollen oder Freunde, die gerade anfangen, auch gerne mal markieren oder so. Ich glaube, das geht bei YouTube gar nicht, aber auf jeden Fall irgendwie mal Bescheid sagen, dass sie hier das teilen, dass sie das sich anschauen können. Es kam auch tatsächlich auch ein, zwei Mal die Frage so über, welchen Controller nimmt man und so weiter. Da bin ich tatsächlich gar nicht so drin. Es gibt von Pioneer, wir haben ja hier auch nur Pioneer-Geräte stehen und die sind halt State of the Art. Gibt es Einsteigermodelle, das sind irgendwie DJ... Oh, lass mich lügen, irgendwie 200, irgendwas. Es gibt so kleine, der kleinste Controller, mit dem kann man anfangen, kann man an sein MacBook oder an sein Laptop anschließen und dann kannst du damit mit so einem Controller erstmal anfangen. Ich glaube, es liegt nicht jedem, nicht jeder hat auch ein Taktgefühl. Um es wirklich einfach zu probieren, geht in euren, keine Ahnung, Musikstore eures Vertrauens, wenn ihr in einer größeren Stadt wohnt, probiert es da mal aus vor Ort, das geht. Oder bestellt halt einen kleinen Controller, kostet, keine Ahnung, 150 Euro oder so. Laptop hat jeder irgendwie, Musikprogramm, Recordbox oder so, ist for free. Also insofern, dann kostet, keine Ahnung, 5 Euro im Monat oder was. Oder 7, lass mich lügen, so. Der nagelt mich da nicht drauf fest. Aber das, um zu probieren, ist ja schon mal ganz toll. Fangt einfach mal so an, schaut, ob es euch liegt und am Ende des Tages entscheidet ihr dann und dann könnt ihr euch zu Weihnachten oder mit eurem eigenen Geld halt irgendwie, keine Ahnung, wieder wünschen oder tatsächlich immer einen höheren Controller kaufen. Ich sage immer, es muss nicht das Billigste vom Billigsten sein, denn wenn du billig kaufst, kaufst du zweimal. Das ist tatsächlich so. Also aber man sollte sich dann ja auch schon sicher sein, dass man es noch weiterhin machen möchte, ne? Absolut. Deshalb mit so einem Einsteiger oder halt in so einen Musikstore gehen, da schon mal ein bisschen rumprobieren, wenn es einem wirklich liegt und nicht dieses Deutschland sucht den Superstar Fehlerprinzip, dieses, ja, ich kann voll gut singen oder ich bin voll der gute DJ, sondern auch wirklich auch vielleicht mal hol deinen größten Feind ins Boot und lass ihn mal entscheiden. Dann weißt du, ob es dir liegt. Nein, Spaß. So, geil. Wie gesagt, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche machen wir dann halt ein bisschen mehr mit Effekten. Vielleicht ein bisschen Filter, dass wir das Mischpult noch ein bisschen mehr kennenlernen, wenn das Beatmatching sitzt. Und ich glaube, wir sind sehr weit für 5 Stunden. Hast du wirklich sehr gut gemacht. Vielen Dank, dass du das mitmachst. Ich freue mich schon auf unser erstes gemeinsames Set irgendwann. Und es wird noch viel kommen. Ich werde euch nochmal Tipps und Tricks zeigen. Alleine nochmal, keine Ahnung, wie man Musik sortiert bei Recordbox und so weiter. Da wird es nochmal einzelne kleine Folgen geben, so 10 Minuten, wo ich euch noch ein paar Sachen zeige oder Dinge, die man nicht machen sollte und. Aber es kommt im Anschluss. Genug gelabert, sagst du. Nein. So, gut, sehr schön. Habt einen schönen Nachmittag. Macht's gut. Bleibt sauber, bleibt gesund vor allem und bis nächste Woche, Mittwoch, 18 Uhr. Tschüss. Tschüss.